Und willkommen zu Let's Cheat Pokémon Diamant Part 38. Es geht doch gleich weiter. Wir haben jemanden umgebracht und werden von der Polizei verfolgt. Den einen Typen konnten wir noch umbringen, aber werden wir es rechtzeitig schaffen zu entkommen? Und das ist ein Item. Ach, was soll's. Bleib doch da liegen und versauer. Das ist mir jetzt egal. Mist. Wieso jetzt? Und dann haben wir die was. Wow. Wo ist da der Unterschied zum normalen? Ach, egal. Die Shinies sehen da ja so anders aus. Wow. Und immer noch mitkommentiert von Luna, der jetzt hier neben dem Stuhl steht und mich bloß anguckt. Das ist ein bisschen furchterflößend. Hör bitte auf. Dankeschön. Oh, Item. Ein Gegengift. Okay, das könnte ich mal gebrauchen. Mal ein sinnvolles Item. Woohoo! Wo jetzt lang? Oh, Mist. Ich hasse diese Route. Da ist zu viel Gras. Gras. Schade, dass es da nicht so ein Gras gibt. Dann kann man Feuer-Pokémon. Oh, Mist. Los, jetzt Flammenbubein! Oh, Mann. Ja, schön, dass es regnet. Interessiert mich nicht. Jetzt flieh. Dankeschön. Oh, hi. Aber geht's. Unsere Aufgabe ist es, die Umwelt in dieser Region zu schützen. Und was willst du? Leistest du deinen Beitrag dazu, die Umwelt zu schützen? Ich in jedem Fall. Darauf antworte ich jetzt lieber nicht. Ach, Ranger. Hallo. Hey, eure Region wurde überflutet, wollte ich mal sagen. Entschuldigung. Und jetzt oh, ein Piepren. Oh, Bidifas. Ups. Also das Griffel sieht recht gruselig aus. Das liegt hoffentlich an Emulator. Sonst ist es noch lustiger. Und du setzt mal. Hm. Wie groß die Auswahl. Hm. Oh shit. Ja, deine Geduld bringt dich jetzt auch nichts mehr. Stirb, du gruseliges Griffel! Krieg hier zurück in die Unterwelt, seit du gekommen bist. Der Blick ist verstörend. Willst du einem Psiao Konkurrenz machen oder was? Und Stärke ins Gesicht. Oh, bringt mehr als ich dachte. Habt ihr da von den zwei Pokémon? Ich hab nicht hingeguckt. Ja, haben sie. Mist. Meryl! Oh. So, was hätte ich denn jetzt sein? Oh, ist auch egal. Ach, wieso nicht? Und du hast dir nochmal eine Stärke in die Fresse. Quatsch. Ja, ich weiß. Was soll ich denn sonst ersetzen? Ich hätte noch Schnabel nehmen können. I don't care. Ja, schöne Paarungsroute. Ja, speichere sie mal. Es bringt dir jetzt auch nichts mehr, wenn du jetzt K.O. gehst. Ich finde die Attacke, wenn die die Gegner einsetzen, recht unnötig, weil man die doch sowieso vorher fertig macht. Ich finde die Attacke generell unnötig, weil man sowieso vorher meistens drauf geht, wenn man die einsetzt. Level up? Oh. Wieso denn kein Level up? Und was jetzt leer sein? Noch ein Blieben? Okay. Immer noch besser als Carpador. Alles ist besser als Carpador. Hallo, Maus, reagierst du mal? Dankeschön. Los, macht's kaputt! Entschuldigung, Blieben. Und L funktioniert nicht. Ah, schön. Das ist nur das letzte Pokémon, was da ist. Wieso geht das denn nicht? Hm. Jetzt aber. Tschüss! Jetzt ein Level Up? Oh, kommen wir noch nicht. Miribert. Wir müssen eindeutig stärker werden. Gut, du scheinst ein barmherziger Trainer zu sein. Sicher? Oh, ein Felino. Trotzdem wirst du das bereuen. Indem ich vor dir fliehe. Ja, dadurch würdest du es bereuen. Ganz sicher. Ja, mach Regen, Kinder, genau. Mach hinne Regen. Ich will hier fliehen. Hallo.
Teuflische Flucht ist keine Schande. So, und endlich weg. Oh, yay, noch mehr Gras. Schön. Kann ich eigentlich schon? Ne, kann ich nicht. Oh, das ist ein Item. Ma. Du. Das wirst du wollen, indem ich auch fliehe. Wenigstens regnet sich nicht mehr. Das geht ja noch. Und wieder zurück. Ich hasse das, wenn da so viel Gras ist. Auch wenn es nicht das tolle Gras ist, sondern einfach nur normales Gras. Und was ist es? Ein Elixier. Okay, das kann ich auch nochmal gucken. Und immer noch mitkommentiert. Von meinen Willen sind ich in Chico und Shido. Und diese blöden... Immer noch ein Zierpreise. Zieh die zurück in dein Gras und bleib da. Und schäm dich eine Runde. Also echt. Wenigstens scheint Chico die Musik zu gefallen. Komm schon, komm schon. Und yay, bin draußen. Ach, na also. Hallo, hey, bist du Goma? Bleibst du Goma? Ja. Der Besitzer des Platzes, der treu ist, auch der Besitzer des Pokémon-Landguts. Schön für ihn. Oh, Item. Du wendest mich nie dran, das Item zu kriegen, du blöder Baum. Die Bäume sind sowieso in allem schuld. Sonntag, was ich sowieso nie einsetzen werde. Und ab in die Tasche. Mein Gammel da. So, und ups. Pokémon-Landgut, Pokémon-Sichtung. Hallo. Ich habe einen Mob bekommen, möchte gestehen. Nee, verarscht. Ich bin auf Patrouille, um überall nach dem Rechten zu sehen. Jo, wenn man immer nur hin und her läuft, sieht man ja auch so viel, ne? Von allem. Und, wow, noch ein Hut-Hut. Ist das bei denen Vorschrift oder so? Ah. Egal, ich mache ihn sowieso fertig. Können mich die Vorschrift sonst was... Ach, das Berühren der Figur mit dem Vogel ist verboten. Ich erinnere mich noch. Man hat natürlich immer Pause. Ich glaube, irgendwann um 3 Uhr morgens. Oder um 2 Uhr morgens. Irgendwann dann hat er Pause, glaube ich. Und dann so viel antatschen, wie nur geht. Und Mitichi. Ach, wieso nicht? Los, Manafi, mach mit bei der sinnlosen Gewalt. Okay, ist ja ausnahmsweise mal nicht sinnlos. Mach einfach mit bei der Gewalt. Gewalt ist doch immer schön. Stirb mir die. Und zwar von Blubber. Du brauchst echt mal neue Attacken, Manaki. Ich kann mir mal welche beibringen, aber nö, zu faul. Paul, halt über alles! Polizist in Not! Fordere Verstärkung an! Die hilft dir jetzt auch nichts mehr. So, und oh, hi. Moin! Mein Pokémon schläft in seinem teuren importierten Bett, damit du es weißt. Hey, wollte ich schon immer wissen. Können wir anfangen? Bist du gut vorbereitet? Das wirst du nur sehen. Schnüssel, Bern und Lady Melissa möchten kämpfen. Schnüssel. Was haben die jetzt eingesetzt? Ich sollte mir das mal durchlesen. Ach so. Oh, ein Haspiro. Gut, was setze ich ein? Auch wieder nicht. Du machst das und du haust dem das in die Fresse. Ja, genau. Das hilft dir auch nicht. Scheiße, tut's doch, Mann! Na. Wieso funktioniert das denn hier auch mal? Ja, doch, bekommen. Das bin ich nicht nett. Und schon ist der Vogel ruhig. Wehe, wenn das mit dem 1 KP nicht funktioniert. Das wäre gemein. Ah, es geht doch. Haha. Da kriege ich dich in ein blödes importiertes Bett. Level up? Na also! Level 22! Ach, wieso nicht? Und du? Ha, was habt ihr denn hier mit eurer Top-Genesung, ey? Back das. Tschüssi! Ich würde sagen, du kannst jetzt den anderen in sein Bett wegkriechen, aber es kommt, glaube ich, irgendwie falsch, oder? Haha. Von dir geht ein Ausdruck der Hoffnungslosigkeit aus. Wie unangenehm. Sehr, sehr eindrucksvoll. Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank. Und tschüss. So.
Was kommt hier nochmal? Ich hab's vergessen. Ach ja, das lang gut. Hier geht es. Ach ja, das Trophäengarten, genau. Der Trophäengarten. Der Garten steht allen Besuchern offen. Aber Vorsicht, im Garten können plötzlich wilde Pokémon auftauchen. Nee, doch egal. So, kann ich jetzt auch noch. Oh, hi. Ich faulenze doch gar nicht. Ich mache nur eine kleine Pause. Jupp. Oh, ich habe was gefunden. Das Müllsuchen hat sich gelohnt. Yay. Müllsuchen über alles. Okay, was war das? Wusstest du, dass du im Trophäengarten Pokémon fangen kannst? Nein. Echt? Wenn du das einem gefangenen Pokémon gibst, wird er schneller freundlich. Ich gebe dir etwas davon ab, also versuch es mal. Sandflug erhalten. Da 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 da. Würde ich sowieso nie benutzen. Aber trotzdem danke. Solange es umsonst ist. Und der ist leer. Superball gefunden! Und jetzt vergammeln in der Tasche! Auf ewig! Und ewig! Und ewig! Die Räumlichkeiten hier sind nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Der bewahrt über alles in der Bonus auf. Oh Mann! Herr Reiche, der ist der Besitzer dieses Anwesens. Dies ist sein Büro. Verzeihung, aber hier hat die Öffentlichkeit keinen Zugang mehr. Er hat alles in der Leichen versteckt. Hallo, hallo! Willkommen auf meinem prächtigen Landgut. Hier gibt es viel, drin und draußen, dass ich sehr stolz bin. Mein größter Stolz ist aber der Trophäengarten. Warum weiter Reisen auf sich nehmen, wenn Pokémon sich von ihm angezogen fühlen? Sie kommen, um meinen Garten zu sehen. Und du bist herzlich eingeladen, ihnen dabei Gesellschaft zu leisten. Nö. Master ist wirklich eine wunderbare und großzügige Person. Auf seine Anweisung hin steht der Garten allen offen, auch Trainern. Hat er nicht sonst noch irgendwas anderes gesagt? Ach, egal. Irgendwas noch mit Pokémon, aber... Oh, Löcher im Boden, yay! Angeberei. So, so vollgestopft mit Pokémon-Artikeln. Sehr teuer, bla bla bla. Noch mehr Pokémon-Artikel. Hallo, Wachmann. Du darfst dir die anschauen, aber berühren darfst du die Pokémon-Statue nicht. Berühren? Stopp, das Berühren der Figur mit den Pfoten ist verboten. Berühren! Ja. Wir wollen noch mal gucken, was es hier so gibt. Ich glaube, dass ich meinen Flammenwerfer jetzt nicht dabei habe, sonst würde ich den Garten einfach abbrennen. Und was soll das für ein Garten sein? Ist doch einfach nur krass und fertig. Und na, Zierpreise. Toller Garten. Sollten in deinem Garten nicht ein paar mehr Blumen sein, als die drei da hinten in der Ecke? Tschüssi. Okay, es sind vier Blumen in der Ecke, Entschuldigung. Gibt's da sonst noch andere Pokémon? Oh, Pikachu! Oh, hab ich schon eins? Nee, noch nicht! Ach, also, da hat sich das doch gelohnt. Du gehörst mir. Gut, Beutel, Bälle, Masterball, da ist er ja! Kommt rein mit dir! Ja? 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 Woo! Klasse, Pikachu wurde gefangen. Gebe ich hier einen Spitznamen? Nö. Pikachu, Maus. Es lebt zusammen mit anderen in Wäldern. In seinen Backentaschen speichert es Elektrizität. Jupsche, wenn man im Pokémon Army darüber kommt. Dann kommt eine gewischt. Schön. Ist denn sonst noch irgendwas? Ich glaube, hier kommt es auch mal irgendwie. Oh, Pichu, ach, ja. Oh, hab ich auch noch nicht. Yay. Kannst die Pikachu Gesellschaft leisten. Und scheiße, Telefon, nicht schon wieder. Oh. Entschuldigung, wo war ich? Ach ja. Nein, nicht Kampf. Nein, bloß nicht. Um Himmels Willen. Das wollte ich machen. Meins. Widerstand ist zwecklos. Und was gibt's über dich so zu lesen? Pichu, Babymaus. Seine Backentaschen sind noch recht klein, daher kann es nicht allzu viel Elektrizität speichern. Tata. Nein, kein Spitzname. Gut, sonst noch irgendwas? Oh, das war's auch schon. Ja, das war Let's Cheat Pokémon Diamant Part 38? Ich hab schon wieder vergessen. Jedenfalls, danke fürs Angucken.